Das war heute wieder mal so ein Tag, wo man sich fragt, kann das eigentlich alles noch viel irrer werden, als es derzeit ist? Die wahrscheinliche Antwort ist nicht viel, aber vielleicht noch ein bisschen. Wir haben heute US-Erzeugerpreise gesehen mit einer merkwürdigen Abwärtsrevision des Vormonats und einer Headline-Zahl, die viel höher war als erwartet, weswegen sich die Aktienmärkte dann vor allem auf die Abwärtsrevision gestürzt haben und sich sagen, naja, vielleicht passiert das morgen bei den Inflationsdaten dann auch, also bei den CPI-Daten. Dann haben wir Aussagen von Jerome Powell, der eigentlich relativ klar sagt, die Zinsen werden wir nicht senken, die werden länger hoch bleiben, länger auf dem Niveau bleiben, bei dem wir gerade sind, nämlich über 5%. Und wir haben die erneute Meme Orgie mit GameStop, mit AMC, mit BlackBerry, dem ganzen Schrott, der wieder nach oben gespült wird, als gäbe es kein Morgen. Also eine Art Echoblase aus dem Jahr 2021. Es geht nicht viel irrer und wir wollen uns die Dinge anschauen, wie sie jetzt derzeit gelagert sind. Wir starten zunächst mal mit den Erzeugerpreisen. PPI, also 0,5 zum Vormonat, erwartet 0,3, viel höher. Dann ohne Nahrung und Energie, also Kernrate auch 0,5, erwartet 0,2, auch viel höher. Die Vorjahreszahlen waren im Rahmen der Erwartung. Aber was ist passiert? Man hat zwar hier jetzt die höchste Rate mit, was den Vorjahresvergleich betrifft, seit 12 Monaten bei den Erzeugerpreisen. Aber man ist mal hergegangen und hat den Vormonat mal eben um 0,3% nach unten revidiert. Das ist in diesen Bereichen, in denen wir uns bewegen, von 0 plus 0,2 auf minus 0,1%, ist ein Riesenschritt. Das sind Dinge, wo du dich fragst, ja, was läuft da eigentlich schief? Beherrschen die ihr Handwerk nicht, die Leute, die das berechnen, dass sie solche massiven Revisionen machen, die zuletzt auffallend häufig vorgekommen sind? Oder was ist die Intention, hier solche Dinge zu tun? Also das ist, hat mindestens, sage ich mal, ein Geschmäckle, was da passiert. Warum passieren diese massiven Revisionen? A, bei den US-Arbeitsmarktdaten, bei den Non-Farm-Payrolls, dann jetzt auch bei solchen Dingen wie Erzeugerpreise. Ich habe doch eine Berechnung und die kann vielleicht mal, wenn ich das Ganze nochmal revidiere, so einen Ticken abweichen, vielleicht 0,1, wenn es hochkommt unter normalen Umständen, aber nicht 0,3. However, das hat die Märkte gefixt, weil sie eben, wie gesagt, sagen, naja, dann kriegen wir das vielleicht morgen auch nochmal bei den CPI-Daten. Apropos CPI-Daten, hier ist ja die maßgebliche Komponente eigentlich die Homeowners Equivalent Rent oder die Mietkomponente. Homeowners Equivalent Rent ist die Miete, die ein Hausbesitzer, ein Wohnungsbesitzer nehmen würde, wenn er seine Immobilie vermietet. However, wir sehen hier mal einen Vergleich zwischen Zillow, ein großes Immobilienunternehmen in den USA, mit den Daten einer CPI Rent auf Primary Residence, wie es heißt, in den Inflationsberechnungen. Und das divergiert in die eine oder andere Richtung immer relativ krass. Warum? Weil diese Daten basieren auf einer Telefonumfrage und die dauert um und bei 6 Monate, bis die abgeschlossen ist. Dann fangen die Herrschaften wieder von vorne an. Das heißt, man bekommt teilweise Daten, die vielleicht schon ein halbes bis ein Dreivierteljahr alt sind bei der Berechnung des jeweiligen Monats. Also auch das ist wieder mal total irre, wenn man eigentlich drüber nachdenkt. Aber gut. Jetzt eben die Frage, wird morgen das kommen, womit viele rechnen, dass die Inflationsdaten sogar niedriger ausfallen? Die Biden-Regierung hat natürlich ein Interesse, möglichst niedrige Inflationszahlen auszuweisen, auch wenn sich das mit der Realitätswahrnehmung vieler Amerikaner überhaupt nicht deckt. Und so oder so, wie Sven Henrik hier sagt, seit 6 Monaten haben wir jetzt die Easing of Financial Conditions, nachdem Paul höchst selbst ja angedeutet hat, oh, wir könnten ja bald die Zinsen senken, dadurch die Financial Conditions gelockert. Und siehe da, wir haben wieder eine steigende Inflationstendenz. Und siehe da, wir haben die Echoblase mit Meme-Aktien, Retail Stock Mania. Es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, man lernt hier nicht wirklich aus seinen Fehlern. Paul hat sich dann allerdings heute relativ klar im Gespräch mit Knot, dem niederländischen Notenbankchef, geäußert und gesagt, wir denken, dass es wohl Sinn macht, staying at the current policy rate for longer, also faktisch sagt er damit, das aktuelle Zinsniveau wird länger hoch sein. Er hat heute auch nochmal gesagt, unwahrscheinlich, dass wir nochmal die Zinsen anheben, aber das aktuelle Zinsniveau wird länger so sein, wie es jetzt ist. Und meine Confidence, mein Vertrauen
Dass die Inflation nach unten geht, ist nach den letzten Daten tiefer als sie war. Eigentlich ziemlich hawkisch, wenn Sie mich fragen. Und die Märkte haben sich gesagt, naja, lass sie mal reden. Wir wetten trotzdem drauf, dass die Zinsen gesenkt werden. Und so ist es eben, wie es ist. Und wir sehen hier die Umfrage der Bank of America unter absoluten Großinvestoren. Und so viele wie noch nie sagen, wir haben hier Global Fiscal Excess, also Exzesse eben durch die Fiskalpolitik, vor allem durch die Biden-Regierung, aber das dürfte unter Trump dann auch nicht anders sein. Das wiederum schürt die Inflation. Solange das der Fall ist, wird die Inflation nicht nachhaltig nach unten gehen können. Wenn du auf der einen Seite stimulierst, praktisch mit der Gießkanne irgendwie düngst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn auf der anderen Seite was wächst, gewissermaßen. Wir sehen, dass all das die verehrten Investoren sehr bullisch stimmt, so bullisch wie schon länger nicht mehr. Höchste Stand jetzt seit November 2021. Dementsprechend fährt man seitens der Dickfische unter den Investoren seine Cashquote nach unten, jetzt 4,0%. Auch das ist ein Stand, den wir seit 2021 nicht mehr hatten. Wir erinnern uns, 2021 war diese erste Meme-Euphorie um GameStop und Konsorten. 2021 hatte die Fed die Zinsen auf Null gesenkt. 2021 hatte sie Liquidität ins System geschüttet. Und jetzt wiederholen sich die Dinge scheinbar. Wieder mal sind es vor allem jetzt auch Privatinvestoren, die über gehebelte Equity-ETFs agieren. Animal Spirits are back. Alle wollen jetzt schön reich werden, weil es ist ja so einfach. Ich merke das teilweise auch in YouTube-Kommentaren oder auch bei Kommentaren bei Finanzmarktwelt. Ist auch alles ganz einfach und dann sehen wir solche Idiotien wie GameStop vorbörslich 119% im Plus. Ähnliche AMC, obwohl die sagen, naja, wir nehmen jetzt mal 250 Millionen Kapital auf über praktisch die Emission neuer Aktien, also faktisch werden die bestehenden AMC-Aktien verwässert. Das stört niemand, dass praktisch das, was sie da gekauft haben, irgendwie weniger wert ist, weil es mehr davon gibt. Wir are selling to willing buyers at the current fair market price, so hat es jemand mal in einem Film gesagt, und die Leute kaufen gerne zum fairen Marktpreis und werden dann feststellen, dass der Preis vielleicht ein bisschen hoch war, aber natürlich Short Squeeze, wir sehen hier das Short Interest etwa in GME, also GameStop war sehr, sehr hoch und da verlieren natürlich einige Geld, aber wer dann hier heute zum Beispiel an der oder auf der Spitze eingestiegen ist bei GameStop, knapp $80, der musste damit ansehen, dass innerhalb weniger Minuten die Aktie sich fast wieder halbiert hatte nach diesem krassen Anstieg. Also es ist letztendlich nur noch irre, was da passiert. Und wir sehen jetzt sozusagen die Echo-Bubble. Wir sehen nochmal so ein Aufleben, wie Sie hier sehen. Stages of a Bubble, wo nochmal hier Euphorie erzeugt wird. Fundamental sind diese Werte Schrott. Die haben Liquiditätsprobleme, die sind viel zu teuer. Man kann es leider nicht anders sagen, aber gut, man ist auf den schnellen Dollar aus, aber die meisten verlieren bei diesem Spiel, weil sie nicht rechtzeitig abdrücken. Jedenfalls sehen wir einen Zusammenhang zwischen Meme-Aktien und der Euphorie um dieselben und Inflationserwartungen. Jedes Mal, wenn die nach oben schießen, steigen auch die Inflationserwartungen. Und auf der anderen Seite ist das ein Zeichen, dass zu viel Liquidität im System ist, zu viel Euphorie im Markt ist, weswegen dann, wenn niemand mehr mit fallenden Kursen rechnet, gerne eben fallende Kurse kommen. Wie wir gesehen, kaum jemand sichert sich ab. Das Short Interest etwa im Nasdaq, im S&P 500 ist extrem gering. Und jetzt überlegt in Sachen Meme-Aktien der ehemalige SEC-Chef Jay Clayton, also mal, oder sagte, im Grunde müsste sich der Staat darum kümmern, müsste das verbieten, was da passiert. Das ist nichts, hat nichts zu tun mit Investieren. Das ist nur noch Gambling, das ist nur noch Casino, rot oder schwarz, und wir springen mal alle drauf und stricken uns dann eine Ideologie drumherum, die sagt, ja, die bösen Hedgefonds, dabei sind es eben auch Hedgefonds, die das Ganze auch möglich machen, indem sie gegen andere Hedgefonds mitwetten und damit das Volumen bringen. Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Heute ja ziemliches Auf und Ab, Nervosität. Hier zwei Headlines. Wir sehen ja, dass die Inflationsüberraschungen, so wie auch heute, deutlich nach oben gehen. Die Konjunkturüberraschungen deutlich nach unten gehen, also die Wirtschaftszahlen eigentlich latent schlechter werden. Jetzt warnt die Bank of America vor dem Risiko einer immer größeren Risiko einer Stagflation. Goldman Sachs dagegen sagt, ja, Aktien halten, denn es gibt mehr
Aufwärtspotenzial als Abwärtspotenzial. Abwärtspotenzial gibt es aber für viele Konsumenten in den USA. 43% der Amerikaner haben Schwierigkeiten, ihre Mortgage Payments pünktlich zu leisten, also praktisch den Immobilienkredit pünktlich jeden Monat zu bedienen. Und fast die Hälfte davon nimmt nochmal extra Schulden auf, um dann diese Immobilienkreditzahlungen zum Monatsanfang wirklich leisten zu können. Also noch mehr Schulden, um die bestehenden Schulden zu finanzieren. Das geht ganz sicher gut. Home Depot heute mit Zahlen, die zeigen, dass das sechste Quartal in Folge die Umsätze gesunken sind. Dann haben wir auch keine so richtig tollen Nachrichten für iPhones. Nachdem Honhai, das ist praktisch das Unternehmen, das die iPhones herstellt, sagt, wir sind um und bei 27%, haben wir im ersten 3 Monaten weniger gefertigt für Apple als noch im Vorquartal. Aber es würde besser werden, so sagt man. Apple deswegen weitgehend unbeeindruckt. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit diesen Zöllen? Heute hat die Biden-Regierung für Semiconductors, für Batterien, für Elektrofahrzeuge, Solarzellen und so weiter die Zölle massiv angehoben. Der Trade Representative sagt also, wir brauchen noch weitere Aktionen jenseits von Zöllen, um hier die unfairen Wettbewerbsgebaren der Chinesen hier zu konterkarieren. Die Chinesen wiederum sagen, naja, was ihr da mit TikTok macht zum Beispiel, einfach einen Zwangsverkauf hier zu dekretieren, das ist ja auch nicht gerade fair und da muss man leider zustimmen. Jedenfalls hat sich China dann geäußert und gesagt, das ist politische Manipulation. Und man wird Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine eigenen Interessen zu schützen. Abschließend heute mal 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erstens ist der KI-Hype schon wieder vorbei. Es gibt erste Anzeichen dafür. Man sieht in den Earnings Calls plötzlich deutlich weniger Erwähnungen von KI. Und das war doch eigentlich bisher die Zauberformel. Du musst nur oft genug KI sagen, dann wird alles gut. Erste Empfehlung, gerne über Social Media weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, eben nochmal das mit dieser Stagflation. Mr. Hartnett ist es, der sagt, ja, schauen wir mal, ob das wirklich so aufgeht, diese bullische Haltung, die derzeit gegenüber Aktien ist. Zweite Empfehlung, die dritte Empfehlung, China koppelt sich auch bewusst vom Westen ab. Der Westen koppelt sich von China ab mit Sanktionen, mit Beschränkungen, mit Zöllen etc. etc. Aber auch die Chinesen schauen, dass sie unabhängig werden. Und das Ganze ist eine Art Entkoppelung, eine Entglobalisierung, könnte man sagen, die dann auch wieder latent inflationär ist. Das ist die dritte Empfehlung. Auch gerne weiterempfehlen. Ich sage Servus, ciao.